Du meinst, das kommt keine Klarheit über die Richtung deines Lebens in einem bestimmten Lebensbereich. Genau. Dann spüre doch mal, wie wunderbar es ist, Klarheit zu haben. Wie wunderbar wäre es, wenn du Klarheit hast in diesem Lebensbereich. Ja, denk mal mit dir mit, wie wunderbar ist es, Klarheit zu haben. Wie wunderbar fühlt sich Klarheit an? Wie dankbar bist du, wenn du weißt, was du in diesem Lebensbereich zu tun hast? Wie dankbar bist du, wenn dir deine Intuition gesagt hat, in welche Richtung du gehst? Wie dankbar bist du, wenn du diese Klarheit spürst? Wie gut fühlt es sich an, völlig klar zu sein über das, was du willst? Wie viel Sicherheit gibt dir das, dieses Gefühl von Klarheit, der klare Gedanke, wo will ich hin in diesem Bereich meines Lebens? Wie gut fühlt sich Klarheit an? Und indem du so die Emotionen von Klarheit durchlebst, schulst du deine Intuition in Richtung Klarheit. Das ist so einfach. Probier's mal, ja? Ja. Einfach so, ohne Erwartung, weil wenn du denkst, oh, jetzt könnte ja mal langsam die Klarheit kommen, ich habe mir das jetzt schon so oft vorgestellt, gehst du wieder genau in die andere Richtung. Verhinderst du die Klarheit, wenn du anfängst, wieder Erwartungen zu haben. Aber jetzt könnte es doch mal klappen. Ich habe mir schon so oft vorgestellt, ach, der ganze Mist klappt doch bei mir nicht. Oder nur Ungeduld, ja. Aber wann kommt es denn endlich? Wann kommt es denn endlich? All das liegt von einer Ausstrahlung, von einer Frequenz in einer ganz anderen, in einer viel tieferen Richtung und bringt dich in die Richtung der Gedanken von Mangel, von Ungeduld, von unbedingt haben wollen. Das sind die Dinge, die du ziehen lassen sollst, aber nicht die Vorstellung an sich, nicht den Wunsch an sich. Ja, das ist nämlich der Irrtum von vielen, vielen Persönlichkeitstrainern, die sagen, lass den Wunsch los. Das ist völliger Blödsinn. Ja, völliger Blödsinn. Du sollst den Wunsch nicht loslassen. Ja, du sollst die Vorstellung von deinem Wunsch, die Idee von deinem Wunsch nicht loslassen. Du sollst die weiter visualisieren, aus reiner Freude an der Vorstellung, aus reiner Freude diese Vorstellung erneut zu durchleben, weil es sich so gut anfühlt, wenn du in deinem Traumhaus wohnst, weil es sich so wunderbar anfühlt, wenn du in der Realität deiner Gedanken mit deinem Traumauto fährst, wenn du das Leder riechst, wenn du den Wind spürst, falls ein Cabrio ist in deinen Haaren, wenn du spürst, wie du aufs Gaspedal trittst und dein Oberkörper und dein Kopf in die Sitzlehnen gepresst wird und wenn du dir vorstellst, auf deiner Terrasse zu sitzen mit Meerblick, ja, so visualisierst du aus Freude, aus reiner Freude an der Vorstellung. Aber jegliches haben wollen, das lässt du los. Jegliche Ungeduld lässt du los. Visualisieren, vorstellen, durchleben, durchfühlen, nur an der reinen Freude an der Vorstellung, weil es sich so gut anfühlt. Je öfter du das trainierst, je öfter du das praktizierst, desto realer fühlt es sich für dich an. Ja, es ist nicht immer gleich. An manchen Tagen wird es sich ein bisschen realer anfühlen, an anderen Tagen vielleicht nicht so. Dann lässt du die Vorstellung ziehen, dann probierst du es in einer Stunde noch mal. Ne? Nichts muss sein, alles kann sein. Und wichtig ist, die Freude, die wunderbaren Emotionen an der Vorstellung zu empfinden, weil eine Vorstellung ohne Emotionen ist schwach. Es wirkt wenig schöpferisch. Gedanken ohne Emotionen, die sind machtlos, aber Gedanken gekoppelt mit Emotionen wirken höchst schöpferisch.